Hallo liebe Leute, oder besser gesagt, guten Morgen. Es ist nämlich ganz, ganz früh, es ist sowas wie kurz vor sechs und ich bin mitten in den Alpen unterwegs, auf dem Weg zur Wildfeldalm. Das ist eine Berghütte und da bin ich mit Josefa verabredet. Und übrigens, ich habe einen Rucksack voll mit Obst und Gemüse dabei. Josefa hat mir nämlich aufgetragen, Obst mitzubringen. Und du hast auch welches dabei, ne? Sehr gut, ich glaube, da freut sie sich. Warum Josefa uns bittet, Obst mit hier hoch in die Berge zu bringen und was das alles sonst so soll, das erfahrt ihr heute in der Sendung. Denn heute geht es um Almen und um Berghütten. Und ich laufe jetzt mal weiter, weil ein bisschen Weg habe ich noch vor mir. Los geht's! Guckt mal, ist das nicht wunderschön? Das sind die Alpen, das höchste Gebirge in Mittel- und Südeuropa. Überall in den Alpen gibt es Berghütten, schon seit Jahrhunderten. Manche sind Almen. Eine Alm ist ein kleiner Bauernhof, wo die Tiere nur während der Sommermonate leben. Am Ende des Sommers kommen sie bei einem feierlichen Almabtrieb wieder ins Tal. Es gibt aber auch Berghütten, die als Unterkünfte für Wanderer und Bergsteigerinnen gedacht sind. Manche sind super gemütlich. Andere sind nur als Notunterkunft gedacht, wenn plötzlich schlechtes Wetter aufzieht, zum Beispiel Nebel. Ich besuche heute Josefa auf ihrer Alm. Zusammen kümmern wir uns um ihre Tiere. Außerdem übernachte ich auf einer Berghütte, mitten im Winter. Ich lerne die ganze Wirtsfamilie kennen und helfe natürlich kräftig mit. Also, alle bereit? Hier kommt der Berghütten-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Und die habe ich natürlich längst eingepackt. Was macht eine Sennerin? Woher bekommt eine Berghütte Wasser und Strom? Und wie verändern Urlaubsgäste die Alpenregion? Das check ich für euch. Mein erstes Ziel heute ist die Wildfeldalm. Hier oben lebt Josefa mit ihren Tieren. Josefa ist die Sennerin. Und was eine Sennerin ist und was zu diesem Beruf gehört, das check ich in meiner ersten Checkerfrage. Was macht eine Sennerin? Da ist sie. Hallo Josefa. Ah, servus Tobi, grüß dich. Hi, kann ich irgendwie helfen? Ja, kannst du. Du kannst einen Zahn aufmachen und da hinhängen und dann können wir die Kälber rauslassen. Okay, super. Top, danke. Los geht's. Jetzt darf sie ausziehen. Jetzt aber ausziehen mit euch. Hoppa. Ich glaube irgendwie, die Kälber sind auch noch ein bisschen verpennt heute Morgen. Morgen. Na, wie geht's? So, raus mit dir, auf geht's. Genau. Alle draußen, hallo. Jawohl, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Die sind ja voll nett. Und jetzt gehen die raus auf die Weide und waren über Nacht im Stall, oder wie? Genau, über Tag sind sie draußen beim Grasen. Und so gegen 16 Uhr kommen sie dann immer von allein. Dann darf es einen in den Stall, kriegen noch ein bisschen Heu. Und dann schlafen sie relativ bald und haben dann einen sicheren Unterschlupf für die Nacht. Die Kälber brauchen für die Nacht noch den warmen Stall. Sie sind quasi Baby- und Kinderkühe, höchstens 1,5 Jahre alt. Außerdem lebt bei Josefa auf der Alm auch noch das sogenannte Jungvieh. Das sind jugendliche Kühe. Sie können schon Tag und Nacht auf der Weide bleiben. Ihr könnt euch Josefas Alm vorstellen wie ein Feriencamp für Rinder. Die jungen Tiere verbringen hier ihre ersten Sommer. Später leben sie als erwachsene Milchkühe dann im Tal. Wann bist du denn hier oben? Also wann arbeitet eine Sennerin in der Hütte? Also in den Sommermonaten auf jeden Fall, weil im Winter liegt ja überall Meter hoch der Schnee. Genau, das sind dann keine Tiere hier oben, sondern die kommen dann erst wieder hoch, wenn das Gras anfängt zu wachsen. Okay. Übrigens, der Hansi und ich haben dir, wie vereinbart, Obst mitgebracht. Oh, schön. Hast du doch gesagt. Guck hier, alles voll. Oh, das freut mich. Bananen, Äpfel, alles. Danke. Wieso willst du eigentlich Obst mitgebracht kriegen und Gemüse ja auch? Ja, wenn man hier oben ist, da kann man nicht mal schnell zum Supermarkt gehen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Besuch wie du zum Beispiel einfach frisches Obst mitbringt. Klar. Es sind ja nicht nur Besuch wie ich, sondern der Hansi hat ja auch mitgebracht. Gib mal bitte dein Obst. Hast du schon angefangen, was zu essen? Das war für Josefa. Gib. Du kannst doch nicht. Entschuldigung. Da hast du gar kein Obst mehr. Eine Aprikose. Also, das ist für dich. Danke. Wir können das ja mal alles reinbringen und dann schauen wir mal, wie es genau, in der Hütte aussieht. Ja. Cool, okay, los geht's. Nicht gucken. Ah, voll gemütlich. Ja, hier bist du im Wohnbereich. Aha. Und jetzt gehen wir aber zuerst in den Keller runter und verstauen das Obst. Ah, wow.
Oh wow, es wird gleich viel kälter. Weil es im Keller schön kühl ist, nutzt Josefa den Raum als Kühlschrank. In der Hütte gibt es nämlich nur ganz wenig Strom. Gekocht wird hier deswegen auch auf einem alten Herd, der mit Holzfeuer betrieben wird. Das Feuer heizt an kalten Tagen die ganze Wohnstube. Alles hier ist recht einfach und klein, auch Josefas Schlafzimmer. Sie schläft am liebsten oben im Stockbett. Jeden Vormittag macht sich Josefa auf den Weg zu den Weideflächen vom Jungvieh. Ihr wisst noch, die jugendlichen Kühe. Also wir gehen jetzt zum Jungviehzählen und wenn wir schon auf dem Weg nach oben sind, nehmen wir einen kleinen Salzleckstein mit. Ah, das ist so ein Stein, an dem die Kühe lecken, weil da irgendwelche wichtigen Inhaltsstoffe drin sind. Genau. Ne? Das ist einfach gesund. Könnte man als Mensch auch dran lecken? Wenn man möchte. Hast du schon mal? Als Kind schon, ja. Wow, jetzt lecker. Weiß ich, warum es Salzleckstein heißt. Der Salzleckstein ist sowas wie eine Süßigkeit für die Rinder. Damit kann Josefa steuern, wo im Almgebiet sie grasen. Ja, jetzt muss man das ganze Jungvieh zählen. Mhm. Wie viele müsste ich denn zählen, damit alle da sind? 52. Easy, mach ich kurz. 1, 2, 3, 4, 5, dann ist das die 6, oder sind das 7? Josefa zählt die Jungrinder jeden Tag. So kontrolliert sie, dass sich kein Tier verletzt hat oder in steiles, gefährliches Gelände gelaufen ist. Wenn ein Tier fehlt, muss sie es suchen und zur Herde zurückbringen. Oh, Kacke. 21, 22. Ach, wenn ihr euch bewegt, dann kann ich mir nicht merken, wen ich schon hatte. Kannst du mir mal helfen? Wenn wir zusammenzählen, geht's auch schneller. Du die Seite, ich die. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Und wie viele hast du? Wie, du hast dich verzählt? Ja, so bringt mir das aber auch nichts. Also das hat nicht so gut funktioniert. Nein, ich hab's gesehen. Deswegen würde ich sagen, dass wir einfach gemeinsam nochmal schauen. Top. Dass wir alle finden. Machen wir das. Und für euch, liebe Leute, gibt's so lange die Mitmachfrage. Was passiert mit dem Müll auf einer Berghütte? A. Eine spezielle Bergmüllabfuhr holt den Müll täglich ab. Oder B. Jeder und jede bringt ihren Müll selbst ins Tal. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Dann sind wir bei 49, wenn ich mich nicht verzählt habe. Genau, dann fehlen noch 3, oder? Und wo sind die? Ich habe sie schon entdeckt. Ach, da hinten. Dann haben wir es doch dann geschafft. Dann haben wir alle da. So, liebe Leute, jetzt habe ich von Josefa noch eine ganz besonders tolle Aufgabe bekommen, nämlich den Stall sauber zu machen. Shit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kälber haben heute Nacht ordentlich ihren Stall vollgekackt. Das muss alles raus. Sie sollen es ja später wieder gemütlich haben. Der Misthaufen wird am Ende der Almsaison abgeholt und ins Tal gefahren. Am späten Nachmittag merken die Kälber, dass der Tag zu Ende geht und kommen wieder zum Stall. Die Damen, hereinspaziert. Der Stall ist frisch für euch sauber gemacht. Komm, wir gehen ins Bett. Na komm. Ja, genau. Super. Super. Gute Nacht. Eine Sennerin lebt auf der Alm. Sie passt auf die Kälber und Jungrinder auf und kümmert sich darum, dass alle Tiere gut versorgt sind. Gecheckt. Danke. Ach, ist das schön. Der Blick ist der Knaller. Belohnung für die harte Arbeit. Jetzt die ultimative Frage. Was ist das Allerbeste am Leben auf einer Hütte und was ist das Allernervigste? Also das Allerbeste auf einer Hütte ist tatsächlich eigentlich jeden Tag die Natur, mit der man umgeben ist. Und das Allernervigste, wenn es, keine Ahnung, eine Woche Dauerregen hat, man muss trotzdem in der Früh raus, die Tiere im Nebel und im Regen suchen. Man hat nasse Schuhe und ist schon 3 Stunden unterwegs. Ja, das klingt anstrengend. Ja, das ist dann nervig. Ja. Aber generell, das Schönste ist auch mit so die Arbeit mit den Tieren eigentlich und so. Mhm. Vielen Dank, dass ich heute ein bisschen helfen durfte und du mir so einen tollen Einblick gegeben hast. War mega. Gerne. Danke dir. Zack. Und jetzt essen wir zu Abend, oder? Ja. Toll. Im September beginnt der Herbst, auch in den Bergen. Es dauert nicht mehr lang und der erste Schnee fällt. Josefa und die Tiere kehren ins Tal zurück und Josefa macht die Hütte winterfest. Auf anderen Hütten ist aber auch im Winter was los. So, liebe Leute, wie ihr seht, ist es Winter geworden und im Winter sehen die Berge ja einfach nochmal
komplett anders aus. Und deshalb gucke ich mir jetzt noch mal eine andere Hütte an, und zwar die Frina-Hütte. Und dahin brauche ich noch 2-3 Viertelstunden. Ja gut, habe ich noch ein bisschen was vor mir. Los geht's. Ich freue mich. Ich werde da oben heute übernachten. Die Frina-Hütte liegt in den Chiemgauer Alpen, im Südosten von Deutschland. Die Gegend ist ein Naturschutzgebiet. Das bedeutet, Gäste, also auch ich, dürfen nur zu Fuß zur Hütte kommen. Im Sommer auch mit dem Fahrrad. Die Hütte ist bewirtschaftet. Das heißt, Wanderer, Jugendgruppen und Familien können auf der Hütte essen und eben übernachten. Hier arbeitet ein großes Team. Sie kellnern und kochen, sind Hausmeister oder machen die Zimmer sauber. Ich bin heute mit der Wirtsfamilie verabredet. Hallo. 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 Grüß dich, Tobi. Hallo. Darf ich vorstellen? Rosa, die Mama und die Chefin hier oben. Der Papa, Basti. Und die Kinder. Laurin, Raphael, Micha und Martha. Nicht zu vergessen natürlich Amy. Und ist das eure Hütte? Ja, genau. Sollen Sie jemand zeigen? Hütte. Wahnsinnig gern. Dann gehen wir einfach rein. Amy, kommst du auch mit? Ja, toll. Als erstes bekomme ich von Micha und Martha Hausschuhe. Nee, das sind leider die von Martha. Ich habe nur solche. Dann zeigen die beiden mir die Schlafräume. Hier gibt's Platz für 70 Personen. Also das ist jetzt ein Zimmer und du kannst dir einfach irgendein Bett aussuchen. Egal welches? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber hier sind ja 14 Betten. Ja. Wer schläft denn in den anderen? Man weiß nie, ob dann noch jemand dazukommt oder so, aber es ist halt nicht wie in einem Hotel, wo du dann dein eigenes Zimmer hast, sondern kann sein, dass du dann direkt neben einem anderen schläfst. Tatsächlich, das kann vorkommen, dass andere Wanderer oder so vorbeikommen und dann teilen wir uns ein Zimmer. Ja. Bettwäsche gibt's hier übrigens nicht. Stattdessen hat man einen sogenannten Hüttenschlafsack. Das ist ein ganz dünner Schlafsack. Damit man nachts nicht friert, legt man sich dann so eine dicke Wolldecke drüber. Martha, jetzt musst du mir doch nochmal helfen. Welches Bett soll ich denn bloß nehmen? Das. Das da? Mhm. Warum würdest du das nehmen? Weil das ist ein Regal. Ach ja, das ist ein Regal. Dann kann man Sachen abstellen. Das ist ein guter Tipp. Das mache ich. Genial. Zack. Aha, und das ist die Gaststube. Ja. Wie funktioniert das hier? Also hier bestellt man dann. Aha. Dann bekommt man da sein Getränk und dann wird einem das Essen gebracht. Und da ist die Küche. Ja. Schön. Jetzt ist gerade alles noch ruhig. Ab Mittag essen hier die Tageswanderer. Und die Übernachtungsgäste bekommen in der Gaststube Frühstück und Abendessen. In der Küche wird schon alles vorbereitet. Mal gucken, wie weit die schon sind. Hallo ihr beiden. Hallo Tobi. Hallo. Kann ich was helfen? Klar, du könntest entweder Raffi Kartoffeln schneiden helfen oder mir Zwiebeln schneiden. Ich glaube, Raffi braucht mehr Unterstützung. Das sind ja voll viel Kartoffeln. Hier ist eine Schürze. Okay, cool, danke. Was gibt denn das eigentlich, was wir hier gerade kochen? Das ist jetzt halt für Kartoffelgratin heute Abend, aha, für die 30 Übernachtungsgäste. Wie ist denn das? Ich meine, ihr seid Jugendliche, da hat man ja eigentlich keinen Bock, wenn man am Wochenende hier oben ist, die ganze Zeit auch noch zu arbeiten. Sondern man will ja Freizeit haben, wenn man unter der Woche in der Schule ist und so. Ja, meine Rede, aber hier kann man sehr gut sein Taschengeld aufstocken und so. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Okay. Habt ihr euch schon mal wirklich was verdient mit der Arbeit hier? Ja, also ich konnte mir nur deswegen eine sehr teure Musikbox leisten. Oh, das ist cool. Ja. Zum Kochen und Backen und auch zum Abspülen braucht man Wasser und Strom. Und genau darum geht's in meiner zweiten Checkerfrage. Woher bekommt eine Berghütte Wasser und Strom? Hi Rosa. Hey Tobi. Was machst du da? Brotteig. Oh, das wird Brot? Ja, drei große. Drei Brote gibt es? Ja, Kerne müssen noch rein. Immer so stückweise? Genau. Was ich mich noch frage, auch weil du gerade Brot machst, das gehört in den Ofen und der Ofen wird mit Strom betrieben. Aber es gibt ja gar keine Stromleitungen hier hoch. Wo kriegt ihr denn her, auch für Licht und so? Also wir haben drei verschiedene Quellen. Wir haben Solar auf dem Dach. Mhm. Dann haben wir ein Wasserkraftwerk, das gehört den Nachbarn unten bei dem See. Mhm. Und ein Blockheizkraftwerk im Keller, was mit Rapsöl läuft. Im Tal sind Häuser normalerweise an Strom- und Wasserleitungen angeschlossen. Aber in den Bergen gibt es diese Leitungen nicht. Deswegen produziert die Hütte den Strom selbst. Wie Rosa gesagt hat, gibt es erstens ein kleines Wasserkraftwerk am See unterhalb der Hütte. Zweitens Solarzellen auf dem Dach. Sie produzieren Strom mit Hilfe von Sonnenlicht. Wenn das nicht ausreicht, wird drittens ein sogenanntes Blockheizkraftwerk eingeschaltet. Da wird Rapsöl verbrannt und dadurch entstehen zusätzlicher Strom und Wärme.
Wasser ist auf der Hütte knapp. Es kommt aus einer Quelle. Das Quellwasser wird in einem unterirdischen Becken gesammelt und mit vielen Filtern gereinigt. Bis es so sauber ist, dass es getrunken werden kann. Der Strom wird auf der Hütte selbst produziert. Das Wasser kommt aus einer Quelle. Gecheckt. Guckt mal, gerade kommt Basti mit dem Quad aus dem Tal, mit den Lebensmitteln. Nur dieses spezielle Fahrzeug schafft es bei Schnee den Berg hoch. Basti, grüß dich, Tobi. Ich bin gekommen, um zu helfen. Ah, das ist super. Was hast du alles gekauft oder mitgebracht? Paprika sehe ich. Alle frischen Sachen, die uns ausgehen. Und wie lange reicht das jetzt, all das ganze frische Zeug, das du gekauft hast? Das ist unsere Wochenration. Wirklich? Das alles reicht nur eine Woche? Ja. Gut, dann fangen wir doch mal an. Wie bei Josefa lagern alle Lebensmittel im Keller. Alles, was sich lange hält, Kompott, Ketchup und Mehl zum Beispiel, kommt einmal im Jahr mit einer großen Lieferung auf die Hütte. Frische Sachen wie Obst und Gemüse, Joghurt und Eier holt Basti jede Woche im Dorf. Wow, war das viel Zeug! Also ich dachte eigentlich, wir sind fertig, aber nach dem Abladen kommt das Aufladen. Und das wird jetzt nach unten ins Tal gebracht, weil logischerweise hier keine Müllabfuhr hinkommt, die das abholt. Genau, und die Gäste tragen ihren Müll selber runter. Wenn ich jetzt hier eine Verpackung von meinem Brot oder von meinem Müsliriegel habe, dann muss ich den Berg wieder mit runternehmen und unten entsorgen. Genau, so ist es. Der Müll ist tatsächlich nicht das einzige Problem, wenn viele Menschen in die Berge kommen. Was noch dazu kommt, das checke ich in meiner dritten Checkerfrage. Wie verändern Urlaubsgäste die Alpenregion? Jedes Jahr kommen ungefähr 100 Millionen Touristinnen und Touristen in die Alpen. Das sind mehr Menschen, als in Deutschland insgesamt leben. Und die bringen leider auch eine ganze Menge Streit mit sich. Guckt mal. Ach, ich freue mich so. Am Samstag, da stehe ich früh auf und dann mache ich einen Ausflug in die Berge. Ach, das wird herrlich. Die gute Aussicht, die schöne Natur, die frische Luft. Herrlich. Ja, das klingt alles toll. Ich kann schon verstehen, warum so viele Leute Lust haben, in die Berge zu fahren. Gut, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass so viele andere Touristen unterwegs sind. Also, ich stehe ja jedes Wochenende im Stau, jedes Wochenende. Aber macht mir auch nichts, weil die Natur gucke ich mir gerne auch aus dem Autofenster an. Also, herrlich. Diese ganzen Touristen mit ihren dicken Autos kommen aus der Stadt angefahren. Verkehrschaos überall, die parken, wo sie wollen, kreuz und quer. Ich bin stinksauer. Gut, das kann ich natürlich auch verstehen. Und auch Abgase und Motorenlärm sind echt ein großes Problem für die Menschen, die in den Bergdörfern leben. Was kann man da machen? Man kann zum Beispiel mit dem Bus oder mit der Bahn in die Berge fahren und das Auto einfach stehen lassen. Ich fahre in die Berge für Action. Ich will die große Aussichtsplattform am Gipfel. Ich will die Sommerrodelbahn. Ich will den Klettersteig. Das kickt mich. Klar, ich meine, all die ganzen Sachen klingen total aufregend, aber sie brauchen auch richtig viel Platz. Das heißt, es werden Wälder gerodet, es werden Wiesen umgebaut zu Parkplätzen und Straßen. Und das heißt auch, dass der Lebensraum für Pflanzen und Tiere immer, immer kleiner wird. Und das ist natürlich ein Problem. Gut, ich meine, eine positive Sache haben die Touristen, ne? Also die kommen und die wollen irgendwo essen und irgendwo schlafen. Und das heißt, meine ganze Familie hat plötzlich Arbeit. Alle haben Arbeit! Die arbeiten als Bergführerin, als Gastwirte, als Kellner. Es ist super, wirklich super, muss ich sagen. Das stimmt natürlich auch. Viele Menschen in den Bergen leben vom Tourismus. Wichtig wäre nur, dass die ganzen Hotels und Restaurants und Hütten Speisen aus der Region verkaufen. Weil diese Sachen haben kürzere Transportwege, man verbraucht nicht so viel Benzin und das ist besser für die Umwelt. Oder was meint ihr? Ja, doch, kann ich mich mit anfreunden. Also finde ich eigentlich gut gesagt. Durch die Urlaubsgäste entstehen viele Arbeitsplätze. Aber große Baustellen zerstören die Umwelt und die Touristen verursachen viel Verkehr. Gecheckt. Das Coolste auf der Hütte ist natürlich, dass hier so viel Platz ist. Oft kommen sogar Freunde von Laurin, Raffi, Micha und Martha übers Wochenende vorbei. Und wo sonst bitte kann man so toll Schlitten fahren? Sagt mal, ihr vier, ich würde gerne mal von euch wissen, was euch an eurem Leben hier oben, wenn ihr hier oben seid, am allerbesten gefällt. Die Landschaft. Und ich mag am meisten den Winter. Ich finde, im Sommer ist es ja auch schön, aber besonders gefällt mir der viele Schnee. Ja. Und Laurin, du? Ja, würde ich auch so sagen. Vor allem, wenn sich dann die Schneewehen so Meter hoch vor der Tür auftürmen und man manchmal auch gar nicht mehr so richtig gut runterkommt oder so, dann ist schon echt cool. Ihr habt ja Schule, zumindest ihr drei Großen. Das heißt, unter der Woche seid ihr meistens unten im Tal und dann ist ja, ich glaube, Rosa, eure Mama, mit euch
unten, richtig? Meistens. Ja. Aber das heißt ja, ihr habt unter der Woche häufig zumindest keinen Papa drumherum, weil Basti hier oben ist. Wie ist denn das für euch? Also, wir haben uns, glaube ich, ziemlich gut daran gewöhnt. Das geht jetzt schon immer so. Ich finde es ein bisschen schade, weil wir sehen ihn eher selten. Und wenn wir hier oben sind, macht er auch meistens Bürosachen. Aber in letzter Zeit kommt er immer wieder zu uns ins Tal runter. Ja. Wollen wir jetzt da runterfahren? Sowieso. Ja. Bei drei? Eins, zwei, drei. Wow! Am Abend versammeln sich alle in der Gaststube. Es gibt Essen, die Leute spielen Karten oder lernen andere Gäste kennen. Um 10 Uhr ist Hüttenruhe und alle gehen ins Bett. Also ihr Lieben, gute Nacht. Du hast geschnarcht. Voll, du hast voll angefangen zu schnarchen. Du liegst direkt neben mir. Ich habe gehört, dass du geschnarcht hast. Okay, ist ja gut, aber jetzt bitte nicht mehr. Bitte leise schlafen, okay? Ey. Morgen, Rosa. Guten Morgen, Tobi. Hast du gut geschlafen? Ja, danke. Und du? Eigentlich auch gut. Ich hatte ein bisschen laute Nachbarn, aber es ging dann. Oh nein. Kann ich dir irgendwie helfen? Sehr gerne. Feuer müsste gemacht werden im Ofen. Mhm. So richtig mit Holz und so? Genau. Okay, das kriege ich hin. Vielen Dank. Sag mal, musst du eigentlich jeden Morgen so früh aufstehen? Ja, ich darf. Wann kommen denn die Gäste zum Frühstück? Um 7. Ah, okay. Das frage ich mich eh. Wenn du hier oben bist, dann hast du ja so viel zu tun. Hast du auch irgendwann mal Pause oder bist du nur am Arbeiten? Also Pausen hier oben, das ist schwierig. Mhm. Die mache ich dann im Tal. Ist so? Ja. Aber es macht dir Spaß, oder? Also man merkt das voll, finde ich. Das macht mir total viel Spaß. Also es gibt nichts, was ich lieber täte, tatsächlich. Ich bin einfach gerne Gastgeberin. Mhm. Ich mag es, ein offenes Haus zu haben und viele Leute zu treffen. Mhm. So, ich glaube, das Feuer ist an. Wunderbar. Auf der Hütte beginnt ein neuer Tag. Bevor ich wieder ins Tal muss, gibt's für euch noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was passiert mit dem Müll auf einer Berghütte? A. Eine spezielle Bergmüllabfuhr holt den Müll täglich ab. Oder B. Jeder und jede bringt ihren Müll selbst ins Tal. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Wenn ich jetzt hier eine Verpackung von meinem Brot oder von meinem Müsliriegel habe, dann muss ich den Berg wieder mit runternehmen und unten entsorgen. Genau. Richtig ist also Antwort B. Also ihr Lieben, das war wirklich richtig toll bei euch. Danke für die Zeit. Sag mal, hast du denn alles? Ich habe alles eingepackt, alles wieder eingesteckt. Hast du auch deinen Müll? Habe ich mir hinten drauf geschnallt, wie ihr es mir beigebracht habt. Danke Schön, euch. Dass du da warst, Tobi. Dann rodel ich jetzt ins Tal. Komm gut runter. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Machen wir. Ciao. Das war's vom Hüttencheck, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wow. Tobi, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.